Hey Leute, willkommen zurück zu Infamous Teil 2. Ich mache gleich meine nächste Hauptmission und zwar erzwungene Conduits. Sieg, ich bin beim Lagerhaus. Hier soll wirklich ein Explosionskern sein? Ich weiß es von einem aus der Miliz. Der meinte, er ist in einer Kiste mit einem Miliz-Symbol. Okay. Ich weiß noch nicht, ob man der Miliz immer noch oder schon vertrauen kann, weil die sind immer noch feindlich. Ne? Piu, piu, piu. Aha. Oh Mann, das halten ja auch so viel aus. So ein Schuss müsste doch eigentlich in den Kopf schon genügen, sag mal. Eieiei. Okay. Kiste mit Miliz-Symbol. Tang. Da ist keiner. Hab in einer Kiste einen Safe gefunden. So leicht sind wir noch nie an einen Explosionskern gekommen. Los, brich ihn auf. Och Sieg, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Da kommt doch wieder was dazwischen. Kein Explosionskern. Hier sind ein paar Besitzurkunden für drei weitere Lagerhäuser. Okay. Vielleicht war die Idee gut, aber das Lagerhaus falsch. Wir müssen sie wohl alle durchsuchen. Na super. Dann machen wir das mal. Was ist denn hier rot? Boah. Das ist ein Eisfutzi auf dem Dach, oder? Oder mehrere. Hallo? Ich höre sie doch. Wow. Ja, ja. War mir so klar, dass ihr jetzt kommt. Ihr Penner. Ihr halt auf die Schnauze fällt. Haha, geschieht dir recht. Na komm, geh drauf. Boah, schieß mir halt wieder mit der Schrotflinte in die Gesicht. Ich hasse die Typen hier. Die kommen erst auf mich zugeslidet, so wie der jetzt. Machen dann das da. Ich treffe sie nicht, weil ich so blöd bin und nicht zielen kann. Na komm schon, geh drauf. Was wollen wir wetten? Ich find's erst im dritten Lagerhaus. Da oben ist er. Na, jetzt komm schon runter. Ach, weißt du was? Ich bin zu doof mit dir. Ist er jetzt runtergefallen? Nö, der lebt ja noch. Der lebt ja noch, der Kleine. Na sowas. Und bam. Sind eine ganz schöne Menge von diesen Eistypen. Die suchen den Explosionskern. Hallo, was ist jetzt los? Ah! Die Kamera hat nicht aufzudrehen. Das war ich eben nicht, das war das Spiel. Okay. Naja, suchen wir mal die Kiste. Wo ist sie denn? Da ist eine Kiste. Zerhauen. Ist nichts drin, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Gibt's hier noch welche? Ich sehe gerade spontan... was ist das denn? Ach, Fernsehen. Ich dachte, was blinkt denn da so? Hallo? Was ist denn noch eine Kiste? Wenn ich mich schucke. Ach, da oben drauf. Aha. Aber ich könnte wetten, die ist auf keinem Regal, die Kiste. Ah, jetzt klammert. Ich hab mich überall fest, du Klammeraffe. Nee, es war mir so klar, dass da nichts drin ist. Da drüben ist nur eine. Okay, hier ist es drin. Komm. Nein. Auch nicht. Wo habt ihr noch Kisten, ihr blöden Milizfuzzis? Da ist halt noch eine. So, auch nix. War mir klar. Mano. Wahrscheinlich die letzte Kiste, die ich erwische, da ist es dann drin. Ne? Ich sehe jetzt aber wirklich spontan mal wieder keine. Wenn die wenigstens auf der Karte angezeigt werden würden, dann könnte ich ja sagen, okay. Das ist ja machbar, aber... das gibt's doch nicht. Klar, nee, das ist ein Fass. Oh Leute, ihr wollt mich echt veralbern hier, ne? Ja, wollt ihr. Was für eine Mission einfach mal. Es ist auch wieder ein bisschen dunkel bei mir auf dem Monitor. Wartet mal, aber das werden wir ganz schnell ändern. Ich mach gerade mal kurz die Bildschirmhelligkeit etwas hoch. So, wunderbar, jetzt passt es bei mir. In der Aufnahme sollte sich nichts verändert haben von der Helligkeit. Was mich eben so ein bisschen nervt öfter mal. Weil jetzt ist es optimal, nur, weiß nicht, halt... Frapse nimmt das halt so auf, wie es will. Ist da eine Kiste? Sag mal, hier ist keine mehr. Ich wollte mich doch verkohlen. Schlechter Wortwitz. Nee, ich sehe hier echt nichts mehr, oder? Nee. 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 Okay, ich kletter mal hier die Leiter. Ach, da oben ist eine. Oh, Mann. Ich hab's mir schon halb gedacht eben. Deswegen wollte ich jetzt hier nochmal hochklettern, bevor ich jetzt wieder die ganze Zeit planlos bin. Mann, nö. Ne?
Wetten, die letzte Kiste im letzten Eck da vorne ist es. Könnte ich was drum geben, ohne Witz. Na klar, ey. Besitzurkunde für 5 weitere Lagerhäuser. Oder? Ich habe Explosionsscherben. Aber noch keinen Kern. Da muss einfach ein Explosionskern sein. Suchen wir weiter. Suchen wir mal. Na, lass mich mal in Ruhe, blöden Eisfutzis. Ja, wo kommen die auf einmal überall her? Ich habe vorhin nämlich hier Kerne gesammelt und da war gar nichts. Oh, Entschuldigung, ich habe den Bürger verletzt. Lalala. Ja, komm. Ich helfe dir schon. Oh! Und ich will mir einer mit der Schrotflinte schon wieder ins Gesicht schießt. Mann, ey. Ja, komm, ich helfe dir. Alles gut, ich bin da. Papa Cole kommt schon. So, wo geht's da rein? Ja? Ja, ich habe jetzt auch wieder, wie eben schon erwähnt, ziemlich viele Scherben gesammelt. Ich müsste eigentlich bald alle haben. Also Explosionssplitter, eher gesagt, nicht Scherben, weil die baue ich ja hier. Ich glaube nämlich, ich habe bald den letzten Punkt, also der oben noch fehlt bei diesen Verbindungen. Jetzt kommt schon. Was halten ihr raus? Ihr seid nur blöde Milizfutzis. Ihr seid nicht mal diese starken Eistypen. Sag bloß, die leveln quasi mit mir. Wenn ich stärker werde, werden die auch stärker, oder wie? Erzähl mir nichts. Ah, da ist er schon, aber warte, ich muss den einen Penner noch kalt. Sieg, ich was? Stecke fest. Okay, dann, keine Ahnung. Kletter! Komm raus da! Mann, spreng dich raus! Ja. Wo ist denn hier. Alter, wo ist denn hier was? Eine Dachluke oder sowas? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ah ja, okay, ich sehe schon. Ululu. Was? Das Gas ist aber weg. Warte mal. Kann ich es nicht doch mal versuchen? Ich versuch's mal hier, den Safe zu öffnen. Wahrscheinlich ist nur eine Scherbe drin, aber das reicht mir schon. Nichts. Nee, gar nichts. Mann, tut mir leid. Hey, vielleicht. Vielleicht sollten wir aufhören. Nein. Es ist noch ein Lagerhaus übrig. Der ganze Widerstand muss einen Grund haben. Ja, warum sollte man jetzt auch aufhören, wenn man schon 2 durchsucht hat und 1 ist noch übrig? Oh Gott, was ist denn hier los? Guck ich das mal an, alles rot. Lass mich. Bams. So, du einmal. Oh, wieder mit Schild, so ein Depp. Oh, 2 auf einmal, jawoll. Ach, ihr kämpft ja gegeneinander. Ihr seid toll. Ihr seid richtig toll. Okay. Ich zerdepper in der Zeit mal die Kisten. Ihr schießt mal auf die Eisfutzis. Ne? Ja, genau. Das ist ein Plan. Oh. Safe. Oh, nö. Was bist du für einer? Du bist neu. Was zur Hölle ist das? Ja. Okay. Kriegst du ein paar Raketen. Was hältst du davon? Titan. Ich bin auch ein Titan. Wenn ich Strom habe. Oh, was ist denn hier los? Das sind ja so Kältekammern. Okay. Nicht cool. Ah, du hast schon einen Arm verloren. So, jetzt habe ich keinen Strom mehr, aber ich habe den Vieh ganz schön eingeheizt, muss ich sagen. So, wahrscheinlich bist du mit konventionellen Waffen nicht zu besiegen. Was machst du denn da? Aua! Mich gerade selbst getroffen, oder? Ich glaube, ich habe mir gerade selber Schaden zugefügt. Wo ist denn hier Strom? Mann, oh. Drüben ist Licht, aber. Yes. Da vorne ist ein Generator. Komm. Niau. Jawohl. Upsala. Und einmal kurz hier parken. Ja, das erwischt. Ach, hört auf mich zu schießen, Leute. Ich bin euer Kumpel. Also so ein bisschen zumindest. Aktuell. Ey, warum zieh ich dem nichts ab? Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ey. Ohne Witz. Von wo denn? Schießt ihr wieder? Bist du ein Arschgesicht? Ich spreng deinen ganzen verdammten Turm da oben. So. Das ist gut. So. Du musst auch dran glauben. Was? Ha, ja, toll. Ich bin mit explodiert. Nein. Verdammt. Das wollte ich doch gar nicht. Warte mal. Kinetischer Impuls, ha? Willst du mal Autos fressen? Was hältst du davon? Wow. Gut, dass ihm das irgendwie gar nichts ausmacht. Boah, das Auto brennt schon.
Das brennt schon. Verdammt. Au, 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 au. Nee, okay, lieber Raketen, aber die muss ich von weiter weg zünden, glaube ich. Yes, yes, ja, friss die Raketen. Friss, friss, friss. Okay, ich brauche wieder was. Lululu. Okay, da oben was. Mist, jetzt habe ich den... Nee, ich habe den Sprung nicht mehr. So, das ist halt immer so eine blöde Sache hier. Sau. Man muss sich immer entscheiden zwischen den Fähigkeiten und dann umschalten. Und das gehe ich noch nicht so ganz auf die Reihe. Weil ich, glaube ich, auch nie so selten, wie ich das Spiel hier spiele. Aber ich finde es ja trotzdem geil. Nee. Jetzt bist du genau aus der Schussbahn gelaufen, ne, du Feigling. Warum hat er auf einmal so wenig... Hä? Der saugt sich wieder voll, oder was? Ja klar saugt er sich voll, aber... Kann ich ihn so auf diese weißen Teile an seinen Armen schießen, oder? So leuchten. Blau-weißen, eher gesagt. Oh, jetzt bin ich wieder leer. Boah, das Ding hat gut Strom gehabt. Aber soll ich vielleicht mal rangehen? Oh ne, genau, jetzt. Schwachpunkt finden. Okay. Okay. Die ganze Zeit Quadrat. Oh, komm schon. Oh, Schwachpunkt finden. Nein. Och Mann. Manu. Warum? Ich glaube, ich muss das wirklich öfter machen. So, weg. Warte mal auf. Kannst mir nix. Aua. Nein, 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 nein. Nicht draufgehen. Nicht draufgehen, Cole. Wir müssen mal ganz kurz hier rüber und ein bisschen Strom holen. Oh, auch wenn es nicht viel ist. Aua. Schwede, was kommt der jetzt hier rüber? Ich glaube, es hackt. Es hackt, mein Kleiner. Hör auf. Aha. Kommst du nicht durch den Zaun? Wird mir aber stinken. So. Guck mal, der ist jetzt eigentlich kaputt. Ach ja. Was für eine hässliche Fratze du hast. Und er zerfällt in 1000 Splitter. So muss das sein. So. Vorher hat er noch die ganzen Typen hier kalt gemacht, oder wie sehe ich das? Ah, cool. Da ist er. Mein Splitter, komm schon. Eine Scherbe. Warte mal, Sieg. Was Gutes? Oh ja. Alles bestens. Und da ist noch was. Sieht aus, als hätte ich Bertrands Aktentasche gefunden. Ich dachte erst, dass Bertrand diese Monster erschuf, damit ihn Yuma Ray wieder respektiert. Aber nein, es ging um viel mehr. Rechnungen für gezwungene Conduits werden in die ganze Welt verschickt. Verpackte Supermenschen als Angebot für jeden Warlord mit Geld. Surreal. Der Kerl tritt ganz allein ein neues Wettrüsten los. Alle Nationen wollen diese Massenvernichtungsmenschen. Es ist aber komisch. Geht es wirklich ums Geld? Wenn er alles weggibt? Will er sich Respekt erkaufen? Den Weg ins Paradies? Nein, das ist es nicht. Er will die Welt auf irgendeine alttestamentarische Art retten. Ich erkenne nur das Gesamtbild noch nicht. Ich aber auch nicht. Was soll das? Warum macht man sowas? Einerseits, dass man Waffen verschickt, also Waffen in Form von diesen Conduits. Und dann aber gleichzeitig wieder Geld spenden für Krankenhäuser, oder? Was nutzt du denn da so? Also, was war da drin? Das weiß ich noch nicht genau. Du klingst müde. Komm doch her und ruh dich aus. Ja, du hast recht. Ich zeig dir den Explosionskern. Ich weiß ja nicht, also dieses Ding neben auf Coles Beine erinnert mich immer wieder an den Union Jack. Ich hab's bis jetzt, glaube ich, noch nicht laut ausgesprochen, aber es ist schon ein bisschen komisch. Also ihr wisst ja, der Union Jack, die britische Flagge. Und irgendwie, ja, wirklich täuschend
Also jetzt zumindest dieses Kreuz da. Das erinnert mich wirklich so täuschend echt daran. Keine Ahnung. So. Noch die Bombe. Es müsste ja eigentlich mehr als maximal Scherben geben, wenn ich die ganze Zeit hier welche finde. Ihr seht, ich baue nur 4 Stück, dann habe ich schon wieder eins voll. Aber es verwundert mich doch so ein bisschen, dass es doch so viel mehr davon zu geben scheint. So, komm, erstmal. Ups. Oh, da ist wieder ein... Oh, nee, du wieder. Bam, bam, bam. Oh, und die Eismänner wieder, ne? Ist ja klar. Und... Bam! Wieder voll, du Sack. Wow. Alter, was soll das denn? Oh, das ist wieder so ein Riese. Was ist denn hier los? In was habe ich mich da schon da eingemischt? Nein, nein. Du Penner, nicht auf mich schießen. Darf nur ich. So, stirb. Oh, Kinder. Kinder, Kinder, Kinder. Überall kommen sie wieder. Na komm. Geh mal drauf. Sei mal so nett. Du auch. War gut, dass du dein Schild aufgibst, ne? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich hab lieber mit den Mutanten zu tun, als mit euch Eistypen, ganz ehrlich. So. Na komm. Na, ich treffe halt nicht mehr. Nee. Du Penner. So. Uah. Was denn? Ach so. Ja, die Granaten mussten erstmal in einem Bogen fliegen. Die Raketen. Oh, nicht ihr schon wieder. Dann ist sicher. Okay, euch mag ich doch nicht. Ich mag eigentlich keinen von euch, aber ich sagte ja nur, dass ich mich mit einigen lieber anlege als mit anderen. Nein. Hey, jetzt ist halt meine Superpower wieder leer. Oh, das war geil. Habt ihr das gesehen? Hammer. Schwingt er sich gerade mal über den Abgrund hier. Ah, du Mistvieh, du kleines Dreckvieh. Wie soll nur schießen auf mich? Boah. Alter. Mach mal low. Mach mal langsam. Ja, genau. Kopf, das Ding ist kaputt da vorne. Hier. Deppen. Deppenviecher. Stirb. Treff gar nicht, ne? Nö. Oh. So, wisst ihr was? Gleich kommt Papa und spielt mit. Ja. Ich mach das jetzt noch fertig hier, diese Viecher, weil das nervt halt. Ihr nervt total, ihr Kerle. Oh, willst du etwa wegspringen, ha? Das ist aber nett von dir. Dass du mir genau meine Granaten fliegst. Ne, tut er nicht, aber ist egal, wa? Du sollst wegbleiben von mir. Was willst du? Ist denn noch Strom da? Ich werde auch gleich mal nach neuen Kräften gucken. Ich habe ja vorhin was einblenden sehen, während ich Schaden gesammelt habe. Dass wieder was Neues verfügbar wäre. Und dann willst du da auf mich schmeißen, ha? Kleiner. Oh. Kämpf mal lieber gegen das Vieh hier. Guck doch mal, siehst du das nicht, du Blindfisch? Nein. Ey, ohne Spaß. Wenn der mich jetzt wieder tötet... Nein, komm, lass mich weg hier. Weg, 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 weg. So. Du blödes, blödes Mistvieh. Die halt mal wegspringt. Jetzt bist du dran, du Penner. So, eine verpasst. Wups. Na komm. Und du auch noch. Yes, so geht das. Zwei direkt auf einen Streich und ich hab euch auf einem Haufen erledigt. Ich tanze auf euren Leichen. So. Okay, jetzt werde ich aber nochmal ganz kurz gucken. Oh, ich habe 6600 XP, sehr geil. Ich habe die Schwarmgranate, das heißt, ich kann jetzt mehrere Granaten schmeißen, aber ich muss gerade mal überlegen. Oh, die habe ich ja auch noch nicht. Treffen Sie einen Feind? Was? Das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? Mit den Raketenkräften. Na egal. Mach ich dann ein andermal. Und Präzision verbessert. Aber ich werde mir erstmal die Schwarmgranate kaufen. Yeah! Super geil. Habe ich jetzt immer noch eine Eisgranate dadurch? Oder? Nee, leider nicht. Aber ist egal. Ich halte dich mal. Ganz ruhig. Gut. So. Coole Sache. Ich muss sie gleich mal testen, ohne dass ich den Menschen da jetzt treffe. Yay. Ey, das ist geil.
Wenn die voll trifft... Oh, Junge. Das tut weh. Naja. Alles klar, Leute. Ich werde aber diesen Part hier nochmal beenden. Und nächstes Mal dann direkt mit der Hauptmission weitermachen. Es sei denn... okay. Ne, ich mache dann vielleicht mal wieder ein paar gute Nebenmissionen. Beziehungsweise eine mache ich vor der Hauptmission. Der große Frost. Naja, schauen wir mal. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal mit Infamous Teil 2.